So. Hallo, liebe Freunde, bei einer neuen Ausgabe von den Bücheroschis. Heute haben wir ein ganz interessantes neues Buch von dem englischen Schriftsteller John Lanchester. Ich hoffe, es ist ein englischer Schriftsteller. Naja, es ist ein englischer Schriftsteller. Und zwar ist das Die Mauer. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es geht um, ich verkaufe ja meinen Umfang ja erstmal so mal Umfang reden, das ist auch mal ganz schön, wenn man sagt, wie lang so ein Buch ist. Es sind 345 Seiten ungefähr. Es ist ein recht umfangreiches Buch, ein Roman. Und ein Roman der Zeit und wie ich finde, ein toller Roman. Tolles Buch. Es geht, passt zu dem ganzen Thema Brexit momentan, denn es geht um eine fiktive Geschichte, um eine dystopische Geschichte im Stil von Orwell, würde ich mal sagen, so ein bisschen. Und zwar wird um England eine Mauer gebaut und es gibt, der Held gehört zu einer Truppe, die diese Mauer gegen Eindringlinge, Fremde, Flüchtlinge verteidigen müssen, beschützen müssen und wenn sie das nicht schaffen, erwarten sie halt Strafen. Natürlich wird auch eine Liebesgeschichte mit eingewoben dabei und ja, ich finde eigentlich, dass er das ziemlich treffend, dieses ganze Klima und diese Idee des Brexit und diese Verrücktheit in einer gut geschriebenen Geschichte literarisch hochwertig verpackt hat und den Irrsinn auch dieser ganzen Thematik oder dieser Abschottung und dieser zunehmenden Abschottung, dieser Vereinzelung des Nationalismus ja, darstellt. Ja, was ich so schlimm finde, ist ja ein fiktives Buch, was halt in der Zukunft spielt. Aber es ist halt so geschrieben, dass die Fiktion eigentlich, dass man die sich so gut vorstellen kann, weil da sind so viele Sachen in dem Buch auch thematisiert, die ja schon so sind. Also das heißt, Ja. was es ja heute schon gibt und sich da nochmal drüber Gedanken zu machen, wenn man das liest, kriegt man da schon ein bisschen. Kann man da schon Ängste kriegen, weil, ich meine, das, wie gesagt, das spielt ja jetzt in der Zukunft, aber es sind viele Sachen, wo man denkt, so weit weg ist es ja gar nicht mehr. Umso schlimmer ist, wenn man das dann liest, ne? Und sich dann Genau. denkt, Ja, es ist halt, es trifft halt tatsächlich, also es stellt halt die Fragen oder es treibt es auf die Spitze, was man halt im Augenblick sieht, ne? Was man sieht, das mit allem, ne? mit allem. Klimawandel, Migration. Genau. Ja, die Mauer, ich sag mal so, das ist ja jetzt auch Thema bei Trump. Ich Ja, die meine. Mauer, die Abschottung dieses Landes, England, was eigentlich ja zu Europa gehört und was sich jetzt abschottet und irgendwie alleine sein möchte und was es auch in anderen Staaten ja immer mehr gibt und. Und es ist dabei noch eine tolle, spannende, ziemlich beklemmende, bisschen düstere Geschichte, aber trotzdem sehr, sehr lesenswert. Auf jeden Fall. Ja, weil es hat einfach die Kritik an dieser Geschichte oder den Irrsinn dieses Handelns nochmal genau darstellt. Der Protagonist verliebt sich dann in jemanden, eine junge Frau. Mit der er gemeinsam in dieser Einheit diese Mauer verteidigen muss. Also man muss sich das so vorstellen, vielleicht, dass man halt quasi um England eine Mauer gebaut hat. Und auf dieser Mauer wird halt die Arbeit verrichtet und die Leute werden halt quasi zurück ins Meer geschmissen, sozusagen, könnte man das sagen. Das wäre nichts Grob. mehr, also Ja, bestialisch genau. einfach. Und ja, das ist so, wenn man jetzt, glaube ich, wenn man jetzt mehr verraten würde. Er ist nicht so sinnig für das Buch. Ich glaube, es reicht inhaltlich, um das zu lesen. Es ist literarisch hochwertig geschrieben. Es sind kleine Gedichtphrasen Phrasen. da drin, Stückchen drin. Vielleicht mal hier sowas zeigen, hat man so ein bisschen so Textspielerei mit einem Gedicht. Gut übersetzt. Der Autor, ja, da kann ich gar nicht so viel zu sagen. War mir vorher tatsächlich kein Begriff. Den Namen habe ich schon mal gehört, aber ich wüsste jetzt nicht wo. Ja, also das gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern und führenden Intellektuellen Englands. Das ist eigentlich ein Journalist und Redakteur. Und war Lektor beim Penguin Verlag.
Ja, und man merkt ihm halt die literarischen Wurzeln an. Es erschien im Klett-Cotta Verlag und kostet, was kostet das? Ich weiß gar nicht, was das es weiß kostet. Ich denke mal irgendwas um die 24 Euro. Ist ja jetzt ein Bundesbuch, ne? 22 bis 25 Euro. Wir können es leider nicht verschenken und nicht verlosen, aber ihr kommentiert ja eh nicht. Aber es wird auch übrigens mal Zeit, dass ihr mal kommentiert. Und genau. Ihr könnt hier uns abonnieren. Und da ist die Glocke. Also bei mir ist sie wirklich immer oben. Also ich habe die Glocke unten nicht, weiß ich nicht. Ich habe sie unten nicht. Ich habe so, also die Glocke ist bei mir oben. Ja, ich könnte dem Hoshi auch mal unten eine Glocke hinmachen. Ich weiß nicht. Wenn ihr kommentiert. Ja, von mir aus, ja, können Sie auch ein Emoji oder so von mir aus eine Glocke, ist mir wurscht. Aber ein Kommentar wäre schon mal so, also ganz gut, weil das ist ja für uns auch hilfreich. Weil wir können dann halt sehen, okay, also das ist Schrott, das kommt nicht an oder es kommt halt an oder so. Das wäre schon echt nett. Ja, super. Abo wäre natürlich auch nicht verkehrt, weil, ne, wenn wir dann neue Videos machen, kriegt ihr dann immer, ne, die Glocke angezeigt. Ui, guck mal da, die Bücherausschieß haben wieder ein neues Buch veröffentlicht. Oder beziehungsweise nicht ein Buch, sondern... Wir sprechen gerade halt über ein neues Buch, oder? Über ein älteres Buch. Aber in dem Fall über ein neues Buch. Genau. Also nochmal, John Lanchester, Die Mauer. Und ich glaube, man kann es tatsächlich wirklich mit, also man kann es gut mit Orwell oder sowas vergleichen. Also es ist jetzt vielleicht nicht so umwälzend für die Zeit und so hellsehend und so weitsichtig und so... wie Orwell das gewesen ist, aber es ist schon auch nah dran an der Utopie oder an der utopischen Darstellung. Also diese Big Brother-Theorie quasi, ne? War das nicht? Ja, genau. Ne? Das wir können es ja nochmal genau. Ja noch messen. Müssen wir aussortieren? 29,1 Grad genau an der Stelle, wo ich es die ganze Zeit festgehalten habe. Das würde es auch, das trifft es auch ziemlich. Ja, auf jeden Fall kaufen. Also geil zu lesen, macht Bock. Also es ist ein Buch, was ihr echt kaufen solltet. Klickt den Link unten und dann kauft es einfach. Genau. Also auch, wenn wir da jetzt nur ein paar Prozent kriegen oder was, minimal überhaupt, wenn überhaupt. Ihr habt Spaß. Eben, wir auch. Also in diesem Sinne, Freunde der Nacht, das gute Buch geschmeckt. Bleibt artig, eure Bücher ausschießt. Bis bald. Oma. Piep, 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 piep. Thank you.